meine Skrupel sind sehr eingeschränkt. Die Frage ist ja, man darf man steuern hier mit Bier? Das ist eine Limo. Und er sagte, dass das Bier ist. Da ist irgendwas drin. Wir können Bier nehmen, das ist ehrlich. Bestes Wetter. Matthias möchte die Haare waschen. Aber nicht der Sache. So, ich mach eine Wende. So. 1, 2, 3. Also, das ist schon geil. entspannter Hase. Also, wie heißt nochmal der Schlitten? Traveler. Das ist der Traveler, ja. Genau. Da vorne. Das schickst du das große selbst auf Reisen. Die Schiene, ne, für den Selbstwendekorb. Ja, genau. Aber da vorne hast du auch so ein Teil, oder? Das ist auch ein Traveler. Das hat gerade extra Namen. Das ist echt eine gute Erfindung. Fällst du die ganze Zeit reisen? Ja. Gnadenlos. Das ist jetzt mal nicht richtig, warum, damit du auch mal da hängst mit deinem Bier. Ja, zum Hochreiz. Ja, Reiz hat nicht mehr so viele. Das Columba von der Brauerei Pitra. Nicht Kroatien wollte ich schon sagen, nein, Korsika. Das hier ist auch die Küste. Die wunderbar, also keine Limo. Das ist ja auch in der Ostküste von Korsika, wie man sie unschwer erkennen kann. Ja, genau, das ist die Ostküste, Bastia, genau. Die hinter uns ist, meinst du? Genau. Ja, wir sind heute etwas fleißig wir gewesen. Fahren. Das Boot fährt in der deutschen Flagge. Ah, das ist doch ein Traumbild, ne? Es ist so schön. Super. Das ist so quantitativ auch wieder. Aber es ist alles Wind gemacht. Genau. Jetzt haben wir voll auswassen. Die Jollensiegel. Genau. Schenk hier leider. Wir können als Trapez gehen, oder? Hast du eins? Das ist dann auch blöde, wenn du dann irgendwelche Touren vorhast mit 30 Seemeilen, wenn du dann kreuzt, sind es doch aber 50 bis 60 Seemeilen. Und dann kommst du nicht um 5 Uhr abends an, sondern um 12 Uhr nachts. 5 Meter hast du hier noch. Peter, 5 Meter. So, ich mache eine Wende. Ja, 4-9. Nee, das war der falsche Wind. Aber hier ist die Abdeckung. Mal was zu sehen. Jetzt die Peking ist ja jetzt geholt worden. Ich kenne den gar nicht, wo die Lichter in Hamburg am Kreuz sind. Ja. Ja, rechts. Der Bruder von demjenigen, der das alles organisiert hat, ist Fotograf und ein Freund von mir. Ja. Der fliegt immer bei mir mit. Und der hat mir dann mal so ein paar Hintergründe erzählt, dass sein Bruder alles so organisiert hat, um das hinzukriegen. Und das ist ja manchmal schon also ziemlich von dem, was wir haben, dass wir ein gutes Vertrauen haben, dass wir das nicht.
allem ja, weil da ja auch viel Gas drin steckt. Ja, viel Spinnen. Und die, genau, genau. Diese Gesellschaft, die sie gegründet haben, muss letztendlich auch funktionieren und tut es ja auch. Sie funktioniert sehr gut. Wahrscheinlich auch. Das weiß ich allerdings nicht. Welle geht. Meinst du, bis 13 Uhr machbar? Halb 10 an der untiefen Tonne da. Da muss Matthias mal kurz steuern. Nehmen wir mal kurz die Navigation an, damit wir wissen, wo wir über die Untiefen schrappen können. Ich würde es vielleicht doch auf der anderen Seite mit den Fendern probieren. Aber merkst du, wie schwierig es ist? Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, super. Ja, jetzt hast du es schon geschafft. Linkes Bein ist rutschig. Sehr gut. So, jetzt haben wir es. Guten Tag.
Peter. Weil man die Hitler Pocket hat schon das 4 Stunden Kongress, eine Stunde hin, eine zurück, sind schon mal 6 Stunden. Wir sind schon 6 Stunden unterwegs und dann haben wir dich noch getroffen. Das heißt, Seefest wäre, würde ich gerne mal auf so einem Boot mal eine Woche. Wenn du ein Kind hast, das dann irgendwie, ich weiß was, tot, Feuer an, auch Dreijährige das verstehen. Und hast du hätte das Totholz nicht wegräumen müssen, dann wäre gar nichts mehr. Also wenn du ein bisschen nach vorne gehst, auf der Seite, dann kannst du.